Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur dritten Sitzung Computerlinguistik im Sommersemester 2020. Wie wir im Seminarplan sehen, sind wir noch im Kapitel Ressourcen, bevor wir nächste Sitzung den ersten Anwendungsslot haben werden und danach in die Kapitel Parser und Grammatikformalismen einsteigen werden. Haben wir es also heute nochmal mit Ressourcen zu tun. Im letzten Riot-Chat haben sich noch die letzten Leute Referaten zugeordnet. Sie sehen, es sind immer noch zwei frei, Question Answering und Information Extraction für den 8.6. Das heißt, wenn Sie bisher noch kein Referat haben, aber in diesem Semester ein Referat halten müssen, um die Studienleistung zu bekommen, dann melden Sie sich spätestens morgen im Riot-Chat dazu. Ansonsten bekommen Sie die Studienleistung nicht. Das war das mit den Referaten. Genau, es gibt eine neue Präsentation, die ist noch nicht online. Die ist aber hier, das heißt, die ist im neuen Design schon, auch mit einer neuen Nummerierung, ja, weil das die siebte Präsentation ist in diesem Kurs Computerlinguistik, der ja schon im Wintersemester begonnen hat. Ich habe allerdings noch das alte Video jetzt für heute wieder aufbereitet. Sie sehen hier, ist die etwas rekursiv Bild im Bild. Ich bin noch ein Jahr jünger, erzähle aber das, was es zu dieser Stunde Ressourcen, Lexika zu erzählen gibt. Dabei mache ich kurz einen Bogen über Computerlinguistik im Allgemeinen. Sie sehen hier Hausbau der Computerlinguistik, um dann nochmal die letzte Stunde Corpora zu rekapitulieren, um dann zu strukturierten Ressourcen, nämlich Lexika, Wortnetzen und Baumbanken zu kommen. Das ist die das Säulen, das ist das griechische Tempelbild der Computerlinguistik, die auf vier Säulen ruht, zusammen mit der Sprachtechnologie, nämlich auf Methoden, Ressourcen, Anwendung und der Evaluation, die, wie gesagt, vielleicht auch eher quer zu allen führen sollte, was ich letztes Mal schon angesprochen habe. Und jetzt wollte ich nochmal kurz eingehen auf Methoden. Wir haben vor allem im ersten Semester linguistische Methoden kennengelernt. Das heißt, wir haben sprachliche Einheiten auf unterschiedlichen Ebenen identifiziert und deren Zusammenspiel untersucht, eben auf der phonologischen, auf der morphologischen und auf der syntaktischen Ebene. Weiter sind wir jetzt nicht gegangen. Man kann sich auch noch halt in der Absatz- oder Textebene oder Diskursraumebene oder was auch immer noch darüber vorstellen. Und natürlich auch von Bedeutung, wenn wir in der Semantik kennengelernt haben, vor allem in der Wortsemantik und einen kurzen Ausblick auf die Satzsemantik gegeben haben. Natürlich aber, weil wir ja nicht nur Linguistik hier machen, sondern auch Computerlinguistik oder vor allem Computerlinguistik, nutzen wir nicht nur linguistische Methoden, sondern auch informatische Methoden. Wobei eigentlich kein Wissenschaftler mehr wirklich ohne informatische Methoden auskommt oder zumindest über die reflektieren muss. Es gibt halt eben eine Reihe etablierter Methoden, die nicht jetzt aus der Linguistik entwickelt wurden, sondern aus der Informatik oder aus angrenzenden Bereichen entwickelt wurden, zum Beispiel zur Datenspeicherung oder zur Datenverarbeitung, also das berühmte Wortpaar Algorithmen und Datenstrukturen eben in der Automaten- oder in der Graphentheorie, bei Netzwerkanalysen, bei Vektorrepräsentationen und bei statistischen und konnektionistischen Methoden. Dazu werden wir mehr im Laufe dieses Semesters erfahren. Zur nächsten Säule, zu den Anwendungen, wollte ich nochmal kurz zusammenfassen. Das ist auch eine Folie aus dem ersten Semester, dass ich also verschiedene Anwendungsfälle, also jetzt hier eine Klassifikation gemacht habe, die man auch auf zig andere Arten machen kann. Hier ein Anwendungsfeld maschinelle Übersetzung. Das ist vor allem auch aus historischen Gründen hat eben ein eigenes Anwendungsfeld, weil maschinelle Übersetzung ist quasi der älteste Teilbereich der Computerlinguistik. Die Computerlinguistik ist eigentlich mit der maschinellen Übersetzung
überhaupt erst geboren worden. Und mehr oder weniger ist es auch noch der große Endgegner der Computerlinguistik. Das Anwendungsfeld Information Retrieval werden wir in diesem Semester durch einige Referate kennenlernen. Information Retrieval selbst haben wir letztes Mal auch schon in der Präsentation von Noah Bubenhofer gesehen. Außerdem werden wir noch Information Extraction, Text Mining, Text Classification, Text Summarization und so weiter uns in diesem Semester in Referaten aneignen bzw. in Referaten präsentiert bekommen. Das Anwendungsfeld Mensch-Maschine-Kommunikation haben wir im ersten Semester schon durch die beiden Referate Spracherkennung und Sprachsynthese kennengelernt. Wenn man das beides zusammenfügt, also Spracherkennung, man gibt irgendwas in den Rechner, der erkennt das, und Sprachsynthese, der Rechner gibt uns halt Sprache aus, zum Beispiel in gesprochener Sprache. Wenn man das halt zusammenfügt, hat man schon ein paar Teile, die man zu einem Dialogsystem braucht. Ja, das heißt, man stellt einen Rechner Anfragen, der Rechner antwortet eben zurück, eventuell nicht nur in Text, sondern auch eben in gesprochener Sprache. Das ist eben das Anwendungsfeld Mensch-Maschine-Kommunikation. Und zuletzt Aufbau von Ressourcen, was auch unser heutiges Thema betrifft, ist auch ein Anwendungsfeld für Computerlinguistik, nämlich den Aufbau beziehungsweise auch die Abfrage von Ressourcen von Corpora, wie wir es in der letzten Stunde präsentiert bekommen haben, und von Lexika, Wortnetzen und Baumbanken, die ich in dieser Stunde etwas näher ausführen werde. Gut, also im Kapitel Ressourcen, das ist wieder so eine typische Folie, für meine Folie steht wenig drauf. Behandeln wir Corpora, Lexika, Wortnetze und Baumbanken. Ich habe kurz was zu Corpora zusammengefasst aus der letzten Sitzung, um Ihnen das ja halt eben nochmal in einer Präsentationsform zugänglich zu machen. Was ist ein Corpus? Also ein Corpus ist eine Sammlung schriftlicher oder gesprochener Äußerungen. Typischerweise ist das vor allem in der Computerlinguistik digitalisiert und maschinenlesbar. Maschinenlesbar heißt hier, dass es halt eben nicht nur ein Foto von einem Text ist oder eine Sprachaufzeichnung, sondern dass dieser Text halt schon interpretiert wurde, zum Beispiel durch OCR, Optical Character Recognition. Das heißt, dass die Maschine halt jetzt nicht nur das Bild sieht, sondern halt eben den Text als Strom von Zeichen quasi schon vorliegen hat. Genau das Gleiche halt eben für Sprachdaten, dass dort Transkriptionen vorliegen. Das heißt, dass die Sprachdaten einerweise annotiert sind, dass dort Gesprochene in einer Transkription vorliegt und auch das eben maschinenlesbar ausgewertet werden kann. Das hat halt viele Vorteile, wenn man das maschinenlesbar hat, weil es halt ja doch sehr einfach, sehr viel einfacher durchsuchbar ist. In einem Bild etwas, ein Wort zu finden, sehr viel schwieriger für die Maschine, als in einem Text ein Wort zu finden. Zumindest wenn es richtig geschrieben ist. Aber auch wenn es nicht richtig geschrieben ist, gibt es halt eben bestimmte Möglichkeiten über reguläre Ausdrücke oder über Distanzmaß oder was auch immer das zu finden, was man sucht. Dazu aber jetzt gerade nicht mehr. Ein Korpus besteht aus Texten. Oder eben aus Audioaufzeichnungen, aber spezialisieren wir uns jetzt hier mal auf Textkorpora. Und diese Texte wiederum bestehen nicht nur aus den Daten selbst, quasi den Zeichenstrom, von dem ich gerade eben geredet habe, und Formatierungsinformationen darüber, wo man auch schon sagen kann, das sind vielleicht auch schon Metadaten. Auf jeden Fall halt eben auch, tatsächlich auch aus Daten, die halt nicht die Daten selbst sind, sondern die die Daten beschreiben. Zum Beispiel eben Strukturinformationen. Hier ist ein Absatz, hier ist eine Leerzeile, das ist die Überschrift. Der Text entstammt folgendem Buch. Der Autor ist oder die Autorin ist XYZ. Geschrieben wurde das Ganze an einem bestimmten Datum oder in einem bestimmten Jahr oder was auch immer. Ja, das sind alles Metadaten, die nicht unbedingt halt eben Teil des Textes sind, sondern Daten, die den Text beschreiben. Genauso sind Annotationen
linguistische Annotationen, es gibt aber auch Annotationen anderer Art. Also man kann auch halt nichtsprachliches Wissen annotieren, Verweise machen im Text, was auch immer. Das sind halt Annotationen, die auch nicht die Daten selbst sind. Kommen wir gleich nochmal genauer zu Annotation. Falsch hier. Nabumova hat auch von Scherer die Korpustypologie aufgeführt. Das gehe ich jetzt nicht mehr alles durch. Das habe ich halt hier nochmal in der Folie aufgegriffen, damit Sie halt das nochmal zusammengestellt haben. Außerhalb des Videos gibt unterschiedliche Merkmale, denen man Corpora klassifizieren kann. Und das sind eigentlich binäre Merkmale. Wir sehen mehr oder weniger binäre Merkmale. Es ist halt entweder da oder es ist nicht da, es ist einsprachig oder es ist mehrsprachig, es ist Volltext oder es ist ein Probenkorpus und so weiter. Können Sie sich gerne, wenn Sie da einzelne Begriffe vergessen haben, das Video von letzter Woche nochmal anschauen an der entsprechenden Stelle. Beispiele hat Noah Bubenhofer letztes Mal auch sehr viele gebracht. Ich habe hier noch wieder ein paar verlinkt. Das war einmal das deutsche Referenzkorpus, wo er halt eben auch Cosmas 2 diese Schnittstelle gezeigt hatte vom IDS in Mannheim mit den, ich weiß nicht wie viel Milliarden Tokens. Dafür aber ja, halt eben auch nur über diese Schnittstelle zugänglich, weil dort tatsächlich alle Tageszeitungen oder überhaupt alles, was deutschsprachig erscheint oder so gut wie alles halt eben da reinfließen. Tageszeitungen natürlich nicht wollen, dass man die entsprechenden Druckerzeugnisse halt dort liest. Ja, deswegen gibt es halt diese Schnittstelle, die aber eben alles durchsuchen kann, aber dann halt Einzelsätze oder bestimmte Aufstellungen, wie wir das letztes Mal gesehen haben, das Keyword in Kontextformat zurückliefern kann. Großes Projekt, englischsprachiges Projekt, ist halt eben das British National Corpus, wobei das in der Größe begrenzt ist. Es ist ein Referenzkorpus. Es gibt auch viel darüber zu erzählen, was Referenzkorpora sind. Das haben wir im Deutschen ja doch, ist halt auch ein Referenzkorpus, wobei da halt eben alles drin landet. Im British National Corpus landen halt bestimmte Sachen drin, aber andere fliegen halt auch mal raus, weil es soll tatsächlich den aktuellen Stand des britischen Englisch darstellen. Ich habe hier noch andere Corpora aufgeführt. Wortschatz Uni Leipzig, genau, ist letztes Mal auch angesprochen worden, glaube ich. Das ist ein weiteres großes deutsches Projekt. Und dann halt eben so Spezialkorpora. Projekt Gutenberg zum Beispiel. Hier ist noch der internationale Link. Es gibt inzwischen unter projektgutenberg.de oder projektgutenberg.org die deutschsprachige Version, weil es da vorher halt Probleme gab mit bestimmten Rechten, Urheberrechten. Die haben die Seite neu aufgesetzt, finden Sie aber sicherlich im Netz. Das ist halt ein Spezialkorpus insofern, dass dort nur literarische Texte drin landen. Aber die man halt, wenn man literarische Texte analysieren möchte, halt, und zwar die kein Copyright mehr haben, dann ist das eine sehr gute Möglichkeit. Das letzte ist, wurde, glaube ich, letztes Mal auch schon erwähnt, ist halt ein paralleles Korpus, das Europal Parallel Corpus oder Corpora, wo das Europäische Parlament, wo ja halt eben viele Sprachen gesprochen werden, es viele offizielle Amtssprachen gibt und deswegen halt sehr viele Dokumente in sehr viele verschiedene Sprachen übersetzt werden müssen und deswegen parallel vorliegen, was halt eben ein Schatz ist für Designer von maschinellen Übersetzungen oder Terminologiedatenbanken oder was auch immer. Was neben der Abfrage von Corpora, die wir in der letzten Stunde demonstriert bekommen haben, auch wichtig ist, ist, wie Corpora überhaupt erstellt werden können. Ja, das heißt, wenn man, wie macht man so eine Textdatensammlung, die man zum Beispiel braucht für eine korpuslinguistische oder für eine computerlinguistische Untersuchung. Da sollte man sich zuerst einen Standard auswählen und eigentlich ist halt eben der Standard, wie man Korpusdaten ablegt, doch weltweit mehr oder weniger geregelt über die Text-Encoding Initiative, TEI. Werden wir sicherlich im Laufe Ihres Studiums bei uns auch noch mehr darüber erfahren. Dann muss man sich halt eben überlegen, wie organisiert man die Metadaten.
Welche Formatinformationen sind wichtig? Welche kann ich eigentlich wegschmeißen? Welche brauche ich nicht? Welche könnten vielleicht in anderen Untersuchungen gebraucht werden, die meine Corpora benutzen wollen? Und dann, wenn, zumindest wenn man das aus computerlinguistischer Sicht betreibt, hätte man gerne eine Annotation der Daten. Das heißt, dass man halt erstens, wie ich vorhin schon gesagt habe, halt nicht nur Bilder, sondern tatsächlich halt Zeichenströme hat über Optical Character Recognition und dort dann darin einzelne Tokens erkennt oder halt eben Wortgrenzen erkennt. Was gehört noch zum, oder wie sind einzelne Wörter voneinander getrennt? Das ist in unseren mitteleuropäischen Sprachen oder überhaupt in indogermanischen Sprachen. Schriftsprachen relativ einfach, weil wir meistens tatsächlich Spazien, das heißt Leerzeichen, setzen zwischen einzelne Wörter. Allerdings klatschen wir dann halt eben Satzzeichen direkt hinten dran. Und das machen wir aber auch bei Abkürzungen. Ja, bei Abkürzungen enden halt eben zumindest hier bei uns im Deutschen mit einem Punkt. Ja, und der Punkt ist gleichzeitig ein Satzzeichen. Und das heißt, wenn ich einen Punkt hinter einem Buchstaben habt, dann kann das halt erstens, kann das einerseits sagen, okay, ich habe hier die Satzgrenze, andererseits kann es aber auch halt einfach zeigen, dass dieser Buchstabe eine Abkürzung repräsentiert, also die Buchstabenfolge, die ich dort habe. Das heißt, dieses Problem ist nicht ganz trivial, aber einigermaßen lösbar durch geschickte Algorithmen. Das ist in anderen Sprachen halt nicht unbedingt so, dass Wortgrenzen tatsächlich auch durch Spazien gekennzeichnet sind. Wenn man Wortgrenzen erkannt hat und Satzzeichen hat, dann hat man auch gerne eine Satzgrenzenerkennung. Auch das hört sich elementar an. Also wenn halt ein Punkt kommt oder ein Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen, ist der Satz zu Ende. Ist ja tatsächlich nicht immer so. Wenn ein Punkt kommt, kann es eine Abkürzung sein. Wenn ein Fragezeichen kommt, was in Klammern steht, ist es halt eben auch nicht unbedingt ein Satzende, sondern sagt irgendwas anderes aus, Zweifelhaftigkeit des Ganzen davor oder was auch immer. Dann haben wir letztes Mal kennengelernt und auch im ersten Semester im Kapitel Morphologie, Lemmatisierung, das heißt zurückführen auf die Stammform und das Path of Speech Tagging, das heißt Wortformerkennung, beides kann man auch annotieren. Und was wir eben ab nächster Stunde machen werden, Parsing, das heißt zu versuchen, die einzelnen Sätze, den einzelnen Sätzen eine strukturelle Repräsentation zuzuordnen. Was ist das Subjekt? Was ist das Prädikat? Was sind die Objekte im Prädikat? Welche Beziehungen gibt es im Satz und so weiter? Das werden wir, wie gesagt, ab nächster Stunde machen. So, das zu Corpora. Jetzt möchte ich überleiten eben in das Ressourcenkapitel, was mehr oder weniger beschrieben ist mit strukturierte Ressourcen, Lexika, Wortnetze, Baumbanken. Und zunächst zum Lexikon. Lexikon ist Ihnen ja ein Begriff, aber wahrscheinlich haben Sie am ehesten dort einen Begriff so Konversationslexikon. Also vielleicht kennen Sie halt eben noch den alten Brockhaus oder Meyers Taschenlexikon oder was auch immer. Was, glaube ich, alles nicht mehr so wirklich produziert wird, weil es inzwischen halt die Wikipedia gibt und auch Brockhaus Online und so weiter. Aber wo man halt eben gesehen hat, Wissen verwaltet man, Wissen wächst dauernd, verändert sich auch laufend. Und das heißt, man ist da mit einem elektronischen System, was Veränderungen aufnehmen kann, besser bedient als mit gedruckten Werken, wo man halt eben Veränderungen schwer hineinbekommt, es sei denn, man macht halt eben eine neue Auflage. Diese Art von Lexikon ist aber nicht, ist auch mitgemeint, aber ist nicht die zentrale Form eines Lexikons, wenn wir von Lexikon reden in der Linguistik oder in der Computerlinguistik. Hier besteht nämlich das Lexikon einer Sprache aus ihrem Wortschatz. Das heißt, es gibt explizit realisierte lexikalische Einträge und aber auch, weil, wie wir das im ersten Semester auch schon kennengelernt haben, unser Lexikon nicht irgendwo zu Ende ist, irgendwann alle Wörter drinstehen, sondern dass halt eben immer wieder neue Wörter auch aufgenommen werden können. Zum Beispiel im Deutschen über die Komparation. Das heißt, die Zusammensetzung mehrerer
Wurzeln, Computertastatur, Computertastaturkrümel und so weiter. Ja, das heißt, im Lexikon ist eigentlich, zumindest halt eben in der linguistischen Theorie, auch neben den real existierenden lexikalischen Einträgen stehen da auch Wortbildungsregeln drin, welche potenziellen lexikalischen Einträge oder über welche Regeln neue lexikalische Einträge generiert werden können. Das heißt, Lexikon ist halt eigentlich eher das, was Sie wahrscheinlich unter Wörterbuch kennen. Wir kommen gleich nochmal zu einer Klassifikation. Lexikalische Information besteht aus sehr vielen verschiedenen Teilen, hat phonologischer, morphologischer, syntaktischer, semantischer Information zu einzelnen Lexemen und auch Verwendungswissen und auch nichtsprachliches Wissen. Ja, das heißt, in dem Lexikon kommt irgendwie alles zusammen, was wir ein bestimmtes Wort assoziieren. Ja, auf allen unterschiedlichen Ebenen der sprachlichen Beschreibung, aber auch nichtsprachlichen Wissen. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Lexikalische Einträge sind sogenannte Lexeme. Manchmal findet man auch das Wort Lemma. Es gibt Bedeutungsunterschiede zwischen den beiden. Allerdings ist man, soweit ich das weiß, ich nicht hundertprozentig einig, ob man sich halt eben was ein Lexem und was ein Lemma ist. Deswegen verwende ich die hier synonym. Das dürfen Sie auch. Ja, das heißt, ein Lexem oder ein Lemma ist die lautliche oder schriftliche Form, die der Gegenstand eines lexikalischen Eintrags ist. Wenn Sie das aus dem ersten Semester mit de Saussure zusammenbringen, ist es halt in dem Fall das Signifiant. Und das Signifié ist halt eben diesem Signifiant dann zugeordnet. Und das sind halt eben die Informationen, die Sie darüber finden, halt eben auf den verschiedenen Ebenen der sprachlichen Beschreibung, wo halt eben versucht wird, einen Teil der Bedeutung oder Aspekte der Bedeutung einzufangen und irgendwie zu verschriftlichen und ins Lexikon zu bringen. So ein Lexikon ist, weil wir sehen, dass wir halt eben diese ganzen, dass wir Informationen aus allen möglichen grammatischen Komponenten dort drin haben, ist es halt auch eine Schnittstelle zwischen diesen grammatischen Komponenten. Und es ist auch eine Schnittstelle zu nichtsprachlichem Wissen. Gut, um das vielleicht etwas besser begreifbar zu machen, schauen wir uns mal unterschiedliche lexikalische Ressourcen an. Da haben wir zum Beispiel eben ein klassisches Wörterbuch, wie gesagt, was so dem am nächsten kommt, was die Linguistik oder die Computerlinguistik mit Lexikon meint. Und hier haben wir den altehrwürdigen Duden mit relativ viel Werbung, aber ich habe hier jetzt mal Corpus gesucht. Und hier sehen Sie, dass halt eben Corpus ist Neutrum. Ja? Das ist das Corpus, zumindest wenn man meint, Belegsammlung von Texten oder Schriften oder als Datenbank angelegte Sammlung einer begrenzten Anzahl von Texten und so weiter. Also das, was ich vorhin nochmal ausgeführt habe und das, was wir vor allem in der letzten Stunde von Noah Bubenhofer gehört haben. Wir sehen, es gibt Wörter mit gleicher Schreibung, nämlich Corpus Substantiv Maskulin, ja, der Corpus. Das ist, mal drauf, ist tatsächlich was anderes. Nämlich menschlicher Körper. Ja. Und wie wir gesehen haben, gibt es auch, das wusste ich vorher nicht, Corpus Substantiv Feminin. Und das ist tatsächlich in der Schriftart Garamond. Schriftgrad von 10 Punkt Garamond. Garamond. Genau. Ich weiß nicht, hat sie vorher noch nie gehört, aber wenn man wie Sie sehen, wenn man ins Wörterbuch guckt, wird man schlauer. Aber schauen wir mal weiter, was hier noch drin steht. Also erstmal so eine Art von Disambiguierung. Es gibt verschiedene Corpus, Corpora in dem Fall. Nämlich einmal und die haben aber was nicht normal ist oder was nicht immer der Fall ist, tatsächlich hier auch unterschiedlichen Genus. Wir sehen, es gibt dann Informationen zur Rechtschreibung,
Worttrennung. Bedeutung zum Gebrauch, zur Herkunft, ja, lateinisch Corpus, Gesamtwerksammlung, eigentlich Körper. Wir sehen, das ist halt eben tatsächlich hier der, die ursprüngliche Lesart, das ist die maskuline. Und wir haben das, die Linguisten haben das halt eben dann auf ein linguistisches Phänomen bzw. Gegenstand bezogen. Grammatik, das ist relativ schmal, was hier steht, also das Korpus. Genitiv ist des Korpus, der Plural ist Corpora. Man kann sich das Ganze aussprechen lassen. Korpus. Und schauen, was Blättern, ja, also das Blättern ist offenbar sowas, was man halt eben früher im Buch hatte. Da sah man die Einträge davor und danach. Die sieht man jetzt hier nicht mehr unbedingt, aber die werden hier als tatsächlich aufgeführt. Das also als ein klassisches Wörterbuch, ja, wie Sie es auch kennen. Und das kommt auch ungefähr so dem nahe, was wir meinen, wenn wir von Lexikon reden in der Computerlinguistik. Es gibt aber natürlich auch andere lexikalische Ressourcen im Netz. Hier zum Beispiel ein Übersetzungswörterbuch, nämlich DICT-CC habe ich hier genommen. Und hier sehen Sie, dass halt eben Corpus auf relativ unterschiedliche Weise in Englisch übersetzt werden kann, und zwar eben auch unter Berücksichtigung, ja, also dieses Neutrum-Corpus ist halt tatsächlich in Englisch auch das Corpus. Das Maskulinum-Corpus ist halt entweder Carcass oder Body. Und dann gibt es halt eben auch noch Musikinstrumente. Oder ein Musikinstrument, Soundbox, Sounding Board oder Sounding Box heißt. Ja, hier sieht man auch eben eine Schwierigkeit der maschinellen Übersetzung, dass Wörter, die halt eben in einer Sprache ambig sind, in der anderen völlig verschieden oder die verschiedenen Bedeutungen werden ganz anders in die andere Sprache übersetzt. Da kommen wir aber nochmal am Ende des Semesters drauf, wenn wir das Referat zu maschineller Übersetzung hören. Ein weiteres Lexikon, das ich Ihnen zeigen wollte, ist halt eben so ein Thesaurus, Open Thesaurus, hier ist eine meiner Lieblingsseiten. Bei Corpus ist es wenig spektakulär. Also Corpus kann man auch sagen, Corpus, Latein oder halt Körper. Das ist halt eben schöner, wenn man Texte schreibt und nicht immer das gleiche Wort benutzen will. Wenn man halt eben zum Beispiel was hat, lakonisch oder so. Und denkt so, ja, jetzt will ich aber zweimal das gleiche ausdrücken, aber nicht zweimal lakonisch schreiben, weil es ja halt eh schon so ein bisschen gestelzt ist. Dann kann man sich halt anschauen, welche Wörter dem nahe kommen und halt eben auch für verschiedene Bedeutungen dann tatsächlich. Ja, also kurz gefasst, trocken, lapidar, prägnant, aber auch zusammengefasst, überblicksartig, weil lakonisch kommt natürlich von den Lakoniern, was jetzt hier wieder nicht steht, Spartanern, ja, die halt eben eher so wortkarg gewesen sein soll. Ja, es hat aber tatsächlich auch jetzt eben ist nicht nur diese Wortkargheit oder halt eben die komprimierte Form, sondern halt eben auch so dieses Trockene, ja, nebenbei gesprochene. Und dann haben wir natürlich noch sowas wie Konversationslexika, hießen die früher, sagt altehrwürdige gedruckte Werke. Ich habe auch noch Meyers Taschenlexikon, das steht bei uns inzwischen im Keller. Das macht aber auch nur so viel aus. Und Sie wie vielleicht von zu Hause oder von irgendwoher halt eben noch diese Regalmeter Brockhaus kennen, in schönen Schweinsledereinband. Die Zeit ist irgendwie vorbei, ja, weil bis der letzte Band gedruckt war, war der erste halt schon wieder irrsinnig veraltet. Und ja, seit es halt eben die elektronische Form gibt, funktioniert das halt nicht mehr, das Geschäftsmodell, Wissen in Lexika zu schreiben und die dann zu drucken. Sondern hier geht das halt auch schneller und hier kann sich auch noch jeder dran beteiligen. Ja, hier sehen wir auch halt, Corpus ist hier mehrdeutig, Textkorpus. Wo haben wir denn Magenkorpus? Aus Möbel, was wir halt nicht haben, ist tatsächlich halt dieses Körper. Aber hier haben wir dann eine längere Beschreibung zur Textkorpora, die man, ja, ich
weil ich halt eben auch mal lesen kann, aber jetzt, wo wir jetzt nicht die Zeit für haben. Ich mache hier weiter in meiner Präsentation. Also genau, hier haben wir noch ein Übersetzungslexikon aus dem IDH, Pledari Grond, was rätoromanische Dialekte in Deutsch übersetzt. Das schauen wir uns jetzt gerade nicht an, aber das ist noch verlinkt, das können Sie sich auch halt eben gerne anschauen, auch um mal zu sehen, was wir an der sprachlichen Informationsverarbeitung im Institute for Digital Humanities so für Projekte haben. Ja, hier eine Folie, genau, die aus die so eine kleine Begriffsklärung ist, die Sie auch finden, eben in dem begleitenden Artikel aus Computerlinguistik und Sprachtechnologie, dass nämlich halt das Lexikon und die Wissenschaft auf mehreren Ebenen betrachtet werden kann. Hier sind vor allem die ersten beiden von Belang, nämlich es gibt die Wissenschaft der Lexikographie, die sich im weitesten Sinne um die Produktion von tatsächlich vorhandenen Dingern kümmert. Ja? Also von Datenbanken, Büchern und so weiter oder von Archiven. Das heißt, da wird etwas geschaffen, was dann veröffentlicht oder verkauft oder zugänglich gemacht werden kann. Ja, das heißt, das ist, hier wird etwas produziert. Während die Lexikologie sich eher darum kümmert, wie das auszusehen hat, was dort lexikografisch veröffentlicht wird. Ja, das heißt, wie eine linguistisch fundierte Beschreibung von Eigenschaften, eine linguistisch fundierte Beschreibung von Wörtern und deren Eigenschaften sich eben in Lexikon-Einträgen niederschlagen kann. Umfassend oder halt eben Lexikon-Theorie ist noch wieder was ein bisschen davon abweichend, weil das ist jetzt halt tatsächlich eher aus der kognitiven Linguistik. Das heißt, wie sieht der Rahmen für konsistente Forschungsergebnisse überhaupt aus? Ja, also wie funktioniert unser Hirn? Beziehungsweise wie funktioniert unser Geist, der auf unserem Hirn läuft, je nachdem, welcher Theorie man anhängt. Das möchte ich nicht jetzt weiter ausführen. Es gab aber eine Frage dazu im ISAPET. Das heißt, wir werden das später nochmal machen. Also wir können ja irgendwie, wir haben ja ein mentales Lexikon. Ja? Wenn Sie führen die Wörter, die ich gerade spreche, auf ihren Sinn irgendwie dadurch zurück, dass Sie halt mir zuhören, versuchen zu parsen, dem einen Sinn abzuringen, und zwar halt eben dadurch, dass sie die einzelnen Wörter, die ich spreche, halt eben mit ihrem mentalen Lexikon abgleichen, um zu verstehen, was ich ihnen sagen möchte. Und das, was, wie genau dieses menschliche mentale Lexikon funktioniert, ist halt eben wird in der Lexikon-Theorie erforscht. So. Gut, jetzt haben wir die ersten beiden Ressourcentypen schon kennengelernt. Auf der einen Seite Corpora, mehr oder weniger Sammlungen von unstrukturierten Textdaten, und auf der anderen Seite Lexika, das heißt Sammlungen von strukturierten Einträgen. Die nächsten beiden Ressourcen, die ich hier vorstellen möchte, befinden sich irgendwo dazwischen, beziehungsweise sind mit diesen Ressourcen, die wir jetzt kennengelernt haben, mehr oder weniger verwandt. Nämlich als erstes lexikalisch-semantische Wortnetze. Wie der Name da schon sagt, hat das was mit Lexika zu tun. Und zwar bestehen diese lexikalisch-semantischen Wortnetze, wie alle Netze, die Sie kennen, aus Knoten und Kanten. Das heißt, Knoten, die irgendeine Art von Information enthalten, und Kanten zwischen diesen Knoten, die Beziehungen ausdrücken. Im Fall von unseren lexikalisch-semantischen Wortnetzen nennt man die Knoten auch Konzeptknoten. In diesen Konzeptknoten sind die
Wörter einer Sprache oder die wichtigsten Wörter einer Sprache, wobei halt eben noch jemand entscheiden muss, was denn wichtige Wörter sind, was weniger wichtige Wörter sind. Das erschöpft sich halt eben meist darin, dass da die Wörter drinstehen in diesem lexikalisch-semantischen Wortnetz, die einem der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin an diesem Wortnetz eingefallen sind. Und das sind also, steht in den Knoten. Und in dem Wortnetz sind halt diese Knoten verbunden. Und zwar drücken diese Verbindungen zwischen den Knoten, die sogenannten Kanten, bedeutungstragende Beziehungen zu anderen Wörtern aus, also zu anderen Konzeptknoten. Solche Konzeptknoten nennt man auch Synset. Synset sind die zugrunde liegende Repräsentationseinheit dieser lexikalisch-semantischen Wortnetze. Und in Synsets werden Synonyme zu Konzeptknoten zusammengefasst. Das heißt, Synonyme so wie Apfelsine und Orange sind nicht repräsentiert in eigenen Knoten, sondern die sind quasi in einem Knoten zusammengefasst. Weil hier in diesem lexikalisch-semantischen Wortnetz quasi die Knoten, man kann das halt eben als Sinifiers auffassen. Ja, also was bedeutungsgleich ist, ist in einem Knoten zusammengefasst. Am besten lässt sich das zeigen anhand von Beispielen. Es gibt ein deutsches Beispiel für ein solches Wortnetz, das ist das Germanet. Allerdings ja, ist die Lizenz da etwas komplex. Wenn Sie das mal für eine Hausarbeit brauchen sollten, können Sie sich bei mir melden. Wir haben eine Lizenz, allerdings halt tatsächlich nur für einen Rechner, den wir bei uns nutzen dürfen. Vielleicht hat sich das auch inzwischen geändert. Aber es war wirklich sehr kompliziert, da herauszubekommen, was man genau mit dieser Lizenz machen darf. Man darf sie an Studierende weitergeben, allerdings müssen die dann halt eben institutseigenen Rechner benutzen und so weiter. Das ist etwas kompliziert gewesen. Das englische Pendant, das sogenannte WordNet von der Universität Princeton, ist da sehr viel offener und deswegen möchte ich das hier einmal kurz zeigen. Hier ist die Schnittstelle auf das WordNet. Etwas größer. Wo Sie sehen, dass Sie halt hier nach Wörtern suchen können, das habe ich jetzt schon gemacht. Ich habe dann mal wieder nach Korpus gesucht, weil das gerade eben auch unser Beispiel in den verschiedenen Lexika war. Dann geht man auf Suchen, kann noch Optionen der Anzeige ändern. Ich habe jetzt die Default-Anzeige gewählt und da sehen Sie, dass es insgesamt drei Lesarten, ja, drei Synsets für den Term Corpus gibt. Für das Sinifiant Corpus gibt es quasi drei Lesarten oder drei verschiedene Sinifiers. Wir sehen hier, dass diese zweite Lesart, A Collection of Writings, die Lesart ist, die wir uns gerade eben im Deutschen halt eben als das Korpus übersetzt wird. Hier unten haben wir halt eben der Korpus als Main Part of an Organ or other bodily structure. Schauen wir uns mal dieses Synset von unserem deutschen Neutrum-Korpus an, das heißt der Textsammlung. Hier sehen wir, dass wir Möglichkeiten haben, Schwesterterme und Hypernyme, direkte und eingebettete anzuschauen. Schauen wir uns mal die direkten an. Corpus hat offensichtlich keine weiteren Unterklassen mehr hier in diesem Synset, aber halt tatsächlich Oberbegriffe. Ja. Und zwar den Oberbegriff Collection, Aggregation, Accumulation, Assemblage. Several things grouped together or considered as a whole. Hier sehen wir, das ist jetzt halt eben nicht speziell auf Texte. Ja, Corpus ist speziell für Texte, aber halt diese eine Unterklasse dieses Synsets hier.
Hier sehen wir, dass halt eben diese, dass es eine Klassenhierarchie ist, quasi. Hier haben wir halt eben unsere Oberklasse und diese Oberklasse ist halt eben auch wieder Teil von einer weiteren Oberklasse, ja, die auch wieder Teil einer weiteren Oberklasse ist und die dann Teil der Oberklasse Entity ist, ja, was quasi so eine Superklasse für alle Entitäten ist. Wir können uns auch anschauen, was für Sister-Terms es gibt. Ja, Sister-Terms müssten halt eben die sein, die auch hier Unterklassen dieses Collection-Synsets sind. Und hier sehen wir, dass wir halt eben da eine Menge verschiedener Schwester-Terme haben. Wirklich viele. Hier unten haben wir noch, wie gesagt, die andere Lesart von Corpus, auch die, bei der kann man mal schauen, was für Hyponyme es gibt. Oder auch Holonyme. Unterklassen haben wir jetzt nicht, aber etwas anderes finden. Aber da kann ich natürlich halt eben hier meine Collection-Klasse anzeigen. Die ja auch wieder Teil von unterschiedlichen Synsets mit unterschiedlicher Bedeutung sind. Und hier sehen wir, dass wir halt sowohl Hyponyme, ja, das heißt Unterklassen, als auch Hyperonyme, das heißt Oberklassen, als auch Instanzen und so weiter haben. Das heißt, ja, das, was wir im ersten Semester oder die im ersten Semester nicht da waren, in irgendeinem anderen Kurs über Wortsemantik gelernt haben, da haben wir gesehen, dass es Beziehungen zwischen Wörtern gibt, ja, also semantische Relationen. Und so ein Wortnetz ist halt nichts anderes als Ausdruck dieser semantischen Relation. Ja, Sie sehen das hier nicht als Netz, sondern immer als Listen repräsentiert, aber Sie können sich vorstellen, dass das halt insgesamt, wenn man halt eben sämtliche Synsets sieht und die Beziehung zwischen den Synsets ausliest, dass man halt eben so eine Art von Netz dann daraus hat. Diese Datenstruktur lässt sich halt sehr gut nutzen, zum Beispiel, wenn ich zu einem gewissen Term wissen will, ob es verschiedene Lesarten dafür gibt, ja, und halt eben vielleicht auch diese Lesarten disambiguieren will. Das hatten wir bei Word Sense Disambiguation im ersten Semester ein Referat dazu. Ja, wie kriege ich halt eben die verschiedenen Korpusbegriffe auseinander? Im Deutschen ist es vielleicht sogar was einfacher, weil dann kann man halt kann man schauen, in welchem Genus tritt das auf und hat dann dementsprechend das Korpus oder den Korpus unterschieden. Und wenn man dann halt weiß, welche Bedeutung ein bestimmter Term trägt oder in welches Bedeutungsfeld ein Term fällt, dann kann man halt eben auch semantisch annotieren. Ja, das heißt, wenn man die Lesart identifiziert hat, kann man das auch in semantische Annotation übersetzen und die Bedeutung eines komplexen Ausdrucks, also eines Satzes, halt eben errechnen aus den Einzelbedeutungen. Weiterhin kann man halt damit auch Informationen erschließen. Vor allem werden solche Wortnetze auch zur Evaluation von solchen Lesartendisambiguierungen herangezogen, beziehungsweise von Klassifikationsalgorithmen. Ja, wenn ich halt eben behaupte, Pudel ist sowas Ähnliches wie Hund, kann ich das natürlich halt manuell beurteilen. Ja, das heißt, also eine Maschine spuckt mir aus, okay, Pudel ist sowas Ähnliches wie Hund. Das kann ich, wenn ich jetzt eine Liste kriege von Millionen solcher Ähnlichkeiten, bin ich da sehr lange dran, wenn ich das manuell versuche zu erschließen. Wenn ich Zugriff auf so ein Wortnetz habe, in dem Fall wäre es Germanet, weil Pudel und Hund beides deutsche Wörter sind, kann ich den Abstand oder halt eben die Länge des Pfades zwischen Pudel und Hund dafür nutzen,
um herauszubekommen, wie weit die auseinander liegen. In dem Fall müsste Hund das direkte Hyperonym von Pudel sein. Es sei denn, es gibt noch verschiedene Hunderassen geclustert oder so. Aber der Abstand wäre dann tatsächlich 1. Während der Abstand zwischen Pudel und Kaschmir-Katze oder so etwas weiter wäre, weil das halt eben beide Kaschmirkatze gibt es auch gar nicht. Ne? Jetzt ein blödes Beispiel. Nehmen wir Shetland Pony vielleicht. Ja? Also beides irgendwie domestizierte Tiere, aber Pudel ist halt erstmal Teil von Hund, Hund vielleicht halt eben Teil von domestiziertes Tier. Pony ist eine Pferderasse, Pferde sind halt eben auch wieder domestiziert und das heißt halt, wenn man dann halt eben aus diesem Pfad die Länge des Pfades ermitteln will, dann kommt man irgendwie zur Länge 5. Ja? Das heißt, Pudel und Shetland Pony sind halt eben weiter auseinander als Pudel und Hund oder Pudel und Schäferhund. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich und ich muss das Ganze nicht nochmal drehen. Gut, das zu lexikalisch-semantischen Wortnetzen. Also mehr oder weniger in der Nähe von Lexika, also speziell organisierte Lexika und halt tatsächlich auch nur auf die Bedeutung fixiert, ja, weil sich dort keine syntaktischen, phonetischen, morphologischen Informationen finden, sondern vor allem semantische Informationen. Zur letzten Ressource, die ich hier vorstellen möchte, das sind sogenannte Baumbanken. Das sind jetzt wieder eher näher zu Corpora, weil hier haben wir auch Sprachdatensammlungen. Ja, das heißt in dem Fall Sammlungen von Parol. Allerdings haben wir in normalen Corpora eine grundlegende Einheit, ist dort das Token oder das Wort. Hier in Baumbanken haben wir als grundlegende Einheiten Sätze. Und zwar sind diese Sätze spezifisch organisiert, nämlich in Baumstrukturen. Wie diese Baumstrukturen diesen Sätzen zugeordnet werden, werden wir ab nächster Stunde im Kapitel Parsing lernen, weil diese Baumbanken entweder manuell oder maschinell über Parser erstellt werden. Wobei da meistens eine Nachbearbeitung nötig ist, aber halt eben ein Grundgerüst für diese Bäume. Kann man schon automatisch erstellen lassen. Man kann es zumindest versuchen. Das ist in einigen Sprachen einfacher, im Deutschen ist es halt etwas schwieriger. Aber da werden wir uns die nächsten 5 Stunden mit herumschlagen, mit Parsern und mit Grammatikformalismen. Baumstrukturen kennen Sie eigentlich alle aus dem ersten Semester. Baumstrukturen hatten wir in der Morphologie, also halt, wo wir einzelne Wörter analysiert haben. In der morphologischen Analyse und später in der Syntax, wo wir ganze Sätze analysiert haben über Phrasenstrukturgrammatiken. Man kann diese Baumbanken oder Anwendungen für diese Baumbanken findet man vor allem, um Parser zu trainieren, die diese Baumbanken erstellt haben. Nämlich um halt eben diese Parser besser zu machen. Wenn wir halt eben große Trainingskorpora haben an syntaktisch kodierten Sätzen, dann kann ich halt diese wiederum in als Ausgangspunkt für Parser nehmen, für statistische Parser, das werden wir halt dann kennenlernen, um diese zu verbessern. Außerdem kann ich phänomenbasiert arbeiten. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel für ein Verb wie bellen alle Subjekte geben lassen. Ja, das kann ich halt eben nur machen, wenn ich weiß, was in dem Satz das Subjekt ist. Und ja, wenn das Korpus halt einigermaßen so funktioniert, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, kriegt man als Subjekt von Bellen halt Hunde oder Hundeartige. Ja, oder halt manchmal vielleicht auch Männer, die bellen oder Frauen, die bellen. Ja, so ein übertragener
in übertragener Bedeutung für nicht besonders nett irgendwas sagen. Ja, das kann man halt machen, das gucken wir uns dann auch nochmal genauer an, das nennt man phänomenbasiertes Retrieval. Ja? Also nicht gib mir alles, was im Kontext von Bällen steht, sondern gib mir halt eben explizit die Subjekte, die im Kontext von Bällen stehen. Ja, es gibt also diese Baumbanken, kann man, sind von unterschiedlicher Qualität, die man bewerten kann. Ja, also wie sind die annotiert, wie sind die dokumentiert, sind die wiederverwendbar, sind die korrekt und sind die Annotationen, die die gemacht haben, einigermaßen konsistent. Auch um da eine bessere Vorstellung zu bekommen, schauen wir uns mal ein Beispiel an. Sie sehen unten noch eine Liste von verschiedenen Treebanks, die Sie aus der Wikipedia, die sich in der Wikipedia mal anschauen können. Wir gucken uns jetzt eine spezielle an, und zwar diesmal nicht die englische, die Penn Treebank, sondern das sogenannte Tiger-Korpus vom Institut für maschinelle Sprachverarbeitung in Stuttgart. Hier oben. Eine relativ neue Webseite, obwohl das halt eben schon alt, ehrwürdiges, wie wir gleich sehen werden, Korpus ist, mit, das schon im letzten Jahrtausend angefangen wurde, halt in den 90er Jahren. Und auch Anfang des Jahrtausends, wie wir sehen, dokumentiert wurden, aber es lässt sich immer noch ganz gut gebrauchen, beziehungsweise was halt eben schön ist, ist, dass man hier mal zeigen kann. Also das ist auch wieder die Abfrageschnittstelle von diesem Tiger-Korpus, und Sie sehen, ja, dass ich halt hier, dass Sie eine Menge Metainformationen bekommen, aber worum es mir geht, ist hier dieser Satz. Als größte Schwäche des Texaners nennen die Befragten seinen Mangel an Erfahrung auf dem politischen Parkett. Ich hoffe, das ist auch nach der YouTube-Transformation noch lesbar. Ansonsten haben Sie das ja verlinkt in der Präsentation und können sich das da nochmal anschauen. Also, das ist der Satz, und Sie sehen, dass halt eben hier nicht nur der Satz drin steht, ja, sondern zu dem Satz noch sehr viele weitere Informationen vorliegen. Das haben wir auch im Korpus, in normalen Korpora, also nicht gepassten nicht Baumbanken, finden wir sowas wie Lemmata, was wir nicht haben, aber Part-of-Speech-Tags sehen Sie unten, also Präposition, Adjektiv, Nomen, Artikel und so weiter, finites Verb. Was hier noch zusätzlich dazu kommt, ist diese Baumstruktur, die da drüber liegt. Sehen als größte Schwäche des Texaners, vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, also das ist, glaube ich, ein Satz von, hier oben sehen wir es, von 99, das heißt, da war gerade der Präsidentschaftswahlkampf zwischen George W. Bush und Al Gore. Und ja, es gab sehr große Vorbehalte gegen Bush, die sich dann halt eben mehr oder weniger auch bestätigt haben, aber inzwischen halt wurde die Latte auch nochmal gerissen. Die niedrige Latte, die Bush gelegt hat von anderen Präsidenten nach ihm. Und hier sehen wir, dass zum Beispiel als größte Schwäche des Texaners zusammengefasst ist in einer Präpositionalphrase. Ja. Hier, PP. Und das ist zum Beispiel halt eben die NP des Texaners drin. Größte Schwäche hätte ich jetzt auch zu einer NP zusammengefasst, aber das hier ist ein Dependenzparser, das heißt, hier sieht man halt eben die Dependenzen. Was heißt das? Wir sehen hier, also das ist halt eben, dass der gesamte Baum aus Abhängigkeiten aufgebaut ist. Das heißt hier, diese NP ist halt eben abhängig von dieser PP, ist halt Teil von dieser PP, würde man sagen, aus Phrasenstrukturgrammatik-Sicht. Hier laufen die Dinge ein bisschen anders, will ich jetzt nicht allzu tief drauf eingehen, aber es ist ein sogenannter Dependenzbaum. Ja, was man ganz gut erklären kann, ist zum Beispiel, dass wir hier als Kopf des Baums, der Head, HD, nennen haben, das ist das finite Verb. Und ja, was ist das Subjekt dieses finiten Verbs? Finden wir hier, SB, das Subjekt, nämlich die Befragten. Ja, die Befragten nennen als größte Schwäche des Texaners seinen Mangel an Erfahrung und so weiter. Das heißt, wir haben hier den Satz aufgebaut aus
dem Head, dem Kopf, dem finiten Verb, dem Subjekt, einem Modifizierer, ja, diese Präpositionalphrase, und einem direkten Objekt. Ja, das halt eben hier dieses relativ komplexe Ding ist, wo eine PP, eine Präpositionalphrase abhängig ist von einer weiteren Präpositionalphrase von dieser Nominalphrase. Ja, so ist ein, und jetzt müssen Sie sich halt eben vorstellen, dass so eine Baumbank halt eben aus sehr vielen tausend dieser Bäume aufgebaut ist und dass man halt eben da schauen kann, zum Beispiel, ne, was ist das Subjekt von Nen oder in welchem Kontext kommt Texana vor? Oder Schwäche, ja? Was sind so Modifizierer von Schwäche hier? Größte Schwäche, dann sowas halt eben wie politisches Parkett innerhalb von der PP und so weiter. Also sowas kann man halt hier sehr viel besser auslesen als halt eben aus flachen Texten, wo diese Baumstrukturen nicht zugeordnet sind. Wie man zu diesen Baumstrukturen kommt, ist Teil der nächsten Stunde, wobei wir uns halt eben eher auf Phrasenstruktur Bäume stürzen und weniger auf Dependenzbäume, wo wir aber ja schon im ersten Semester ein Referat zugehört haben, wenn ich mich recht erinnere, oder war es das letztes Jahr? Wie auch immer, das sind Baumbanken. Ja, also Baumbanken sind quasi Körpera, wo allerdings nicht die Grundeinheit Tokens, sondern Sätze sind. Und das heißt, dass da Tokens zusammen gewoben sind in sogenannte Bäume. Genauso wie lexikalisch-semantische Wortnetze, Netze über lexikalische Einträge waren, haben wir hier Bäume über Wörter aus Corpora. Gut, das war's für die heutige Stunde. Sie sollten das nachbereiten in dem Buch von Carsten Sandler-Bunde und den weiteren Computerlinguistik und Sprachtechnologie. Das ist Kapitel 4. Ist entweder in der 2004er oder 2010er Version online im Ilias-Ordner. Wie gesagt, gibt es dieses Buch, aber auch in der Lehrbuchsammlung, die inzwischen wieder offen ist, die Sie gerne konsultieren können und dann halt eben mal das gesamte Buch in der Hand haben. Ich habe sie jetzt gerade nicht im Homeoffice, sondern es steht bei uns in der Bibliothek auch, allerdings als Ansichtsexemplar. Wie gesagt, gehen Sie in die Lehrbuchsammlung, wenn Sie sich es mal ausleihen wollen, um halt so einen Überblick zu bekommen, was insgesamt Computerlinguistik ist. Als Vorbereitung für nächste Stunde können Sie gerne schon mal noch ein altehrwürdiges Buch konsultieren, nämlich Naumann und Lange, das Buch Parsing, nämlich das Kapitel 1. Wie ich letzte oder vorletzte Stunde schon gesagt habe, ist Computerlinguistik ein sehr neues, ein relativ neues, aber sehr dynamisches Gebiet, aber halt eben diese grundlegenden Algorithmen, die wir hier auch im Rahmen einer solchen computerlinguistischen Einführung uns anschauen können, die sind schon relativ alt. Ja, und Naumann Langer, dieses Parsing-Buch von 94, ist halt ja, damals das erste gewesen, was das auf eine schöne Art und Weise zusammengefasst hat, und das kann man halt tatsächlich auch immer noch benutzen. Im Ilias-Ordner finden Sie, wie gesagt, diese beiden Texte, gegebenenfalls auch weitere Aufgaben zur Abgabe. Diese Woche wahrscheinlich noch nicht, aber dann ab nächste Woche auf jeden Fall. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns von heute aus gesehen morgigen Dienstag um 17 Uhr in Riot bzw. Matrix Chat. Vielen Dank.